Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem neuen PvP-Event hier auf dem wunderbaren Aura-Server. Und während hier alle gerade noch posieren sind, weil sie sich alle sehr auf einen Screenshot mit dem alten Bergmann gefreut haben, geht es auch schon los, und zwar in 55 Sekunden. Ich könnte jetzt natürlich in mein gutes altes Zuhause gehen, aber ich glaube, gucke ich nochmal bei Simon vorbei. Hier ist übrigens alles weggesprengt, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall außerordentlich gefährlich und ich gehe auf jeden Fall nicht in mein Haus. Ich muss aber in mein Haus, wurde mir gesagt. Problem ist, mein Haus ist super unsicher. Und da sich eigentlich sonst auch keiner wirklich daran stört, renne ich jetzt super schnell zu Unge. Unge, für dich! Oh Gott, ich bin aufgeregt. Oh Gott, das wird vermutlich zu extrem knapp. Vor allem, wenn ich es jetzt nicht... Oh, was ist denn hier los? Wenn ich es jetzt nicht rechtzeitig schaffe... Oh nee, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Das ist ganz blöd gerade. Jetzt wird es natürlich mega spannend. So, aber super schnell, weil eventuell werden wir gleich schon runtergestoßen. Da hinten ist ein Zombie, okay. Der Skelett-Zombie. Oh Gott! Ey, nicht, dass der uns jetzt gleich runterhaut hier. Okay, eine Sekunde noch und los geht's. Und ich wette, hier oben ist schon... Ich habe doch hier eine Leiter gehört. Rumble in the Jungle. Okay. Zwei Tipps habe ich von euch bekommen, für die ich sehr dankbar bin. Der erste war... Bergy. Sprinte nicht so viel. Der zweite... Hochgeschwommen. Okay, wo hochgeschwommen? Faker Noob? Keine Ahnung. Der zweite ist nicht springen, während man schlägt. Oder allgemein nicht springen, weil sonst wird man natürlich leicht runtergekickt. Was ist jetzt hier gerade los? Das ist auch mein Haus. Hier kommst du. Ja, du gehörst, das gehört zu meinem Haus. Okay, also offenbar hätte ich hier doch nicht hingedurft. Ja, gut, eine Ausnahme. Mein Haus ist ja auch noch nicht fertig, aber das ist eine schlechte Ausrede. Dementsprechend muss ich mich tatsächlich gerade ein bisschen dafür schämen, dass ich tatsächlich doch schon wieder hier bin. Okay, wer kommt da unten? Oh, da fällt einer runter. Wer war das? Das sieht so aus, als würde er sich nicht retten können. Pixelwolf! Oh no, was ist denn da passiert, mein Freund? Okay, gucken wir mal hier unten. Da fällt ein Zombie runter. Wir gehen wieder hier an die gute alte Stelle. Ich weiß, hätte ich natürlich auch eine Enderperle verwenden können. Okay. Ich glaube, wer ist da unten? Oh Gott. Alles gut. Delay. Der gute alte Delay wieder, ne? Weißt du, in unseren Talkrunden ABF, aber hier sind wir echt verbitterte Gegner. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal runter soll oder nicht. Ich mag's ja hier ganz gerne, weißt du? So ein bisschen defensiv, relaxed, kein Stress. Aber auf der anderen Seite würde ich mich auch super gerne... Oh, oh. Guck mal, ich wusste es doch. Na? 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 Mr. Morgame! Okay, du willst es jetzt also wissen, ja? Du willst es also wissen. Okay. Der war nicht weit genug. Oh Gott, wer kommt von hinten? Gomme! Gomme, 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 Gomme. Du alter Schlawinski, du. Weißt du, das ist jetzt hier nämlich vermutlich die Rache für letztes Mal. Aber mein lieber Freund, ich weiß ja nicht. Da oben ist ein Zombie, der brennt. Auf deinem Drache. Den sollst du dir mal anschauen, Gomme. Den solltest du dir wirklich mal anschauen. Okay. Wir müssen irgendwie ins Häuslein rein. Jetzt kommt er mit deiner Enderperle hier. Was ist hier los bei dir, Alter? Okay, wir müssen ihn irgendwie nur... Wir müssen ihn irgendwie am besten nach oben locken. So. Okay, ja, mach mal. Und jetzt da hinten einfach über die Seite rüber. Komm, hör mal auf hier. Wenn wir übrigens ohne die Hand schlagen... Oh Gott. Nicht, dass er uns jetzt gleich hier so offlane kriegt. Nein! Nein. Alles gut. Okay, alles gut. Jetzt erstmal weg. Erstmal ganz easy weg. Oh nein! Was war das denn? Wieso bugge ich denn da rum? Das kann doch nicht angehen. Das kriegen wir hin, Leute. Okay, das kriegen wir nicht hin. Was war das denn? Wieso habe ich denn einen Wasserfall? Und dann irgendwie, ich sag euch eins. Enderpan und ich werden niemals im Leben warm miteinander. Ja, komm, Mr. Morgan schreibt völlig zurecht, wie das aussah. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das kann ja nicht angehen, wirklich. Ey, gut. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, ey.
Jetzt kommt wieder die super geile Musik vom letzten Mal. Die habt ihr richtig gefeiert. Ich fand, es war eine super geile Runde. Wirklich, ich bin richtig heiß aufs nächste Mal. Ich kann es kaum erwarten. Die Enderperlen sind mein absolutes Lieblings-Item. Leute, habt einen schönen Vormittag noch. Wir hören später in ein paar weiteren Folgen. Schaut auf jeden Fall jetzt auch bei allen anderen vorbei, denn da ist irgendwo der Gewinner darunter. Und ich werde jetzt noch ein bisschen mit den Enderperlen rumspielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.